Also ich habe wie viele, viele andere Kinder auch angefangen mit Blockflöte. Also ich bin so musikalische Früherziehung, so im Kindergarten und dann, ich glaube, Blockflöte, als ich 6 Jahre alt war. Und ich wollte unbedingt Schlagzeug lernen. Es gab einen Schlagzeuglehrer dann, Andreas Haider hieß der. Und bei dem war ich dann tatsächlich 8 Jahre, also von 10 bis 18, und habe Schlagzeug von der Pike auf gelernt. Und ich hatte das Glück, muss man sagen, dass mein älterer Bruder dann eine Band gegründet hat, als ich 12 war. Und das war super prägend, einfach dann gleich so, damit, als ich relativ jung war, gleich so in der Band zu spielen und Auftritte zu spielen. Und habe dann nach dem Abitur, nach dem Zivildienst, bin dann in eine Hochschule gegangen nach Arnheim, war dann kurz Drummers Collective von New York, hatte dann zwischendurch einen anderen Lehrer, der hat mir dann so eine Empfehlung geschrieben, dann war ich da. Habe dann aber, als ich dann die Hochschule verlassen hatte, merkte ich dann, das ist überhaupt nicht das, was ich will. Einfach auf der Bühne sitzen und dann vor Schlagzeugern spielen, die das toll finden, was man macht, weil es halt schnell ist. Oder weil es irgendwie virtuos ist oder kompliziert ist oder so. Habe ich ziemlich lange gebraucht, um mich zu sammeln und wirklich zu überlegen, okay, was will ich denn dann machen? Ne? Und habe dann in Hamburg mit einem Musiker und Produzenten zusammengearbeitet, Uwe Haas, der sehr viel Filme für Dokumentarfilme gemacht hat. Und mit ihm habe ich angefangen, Musik aufzunehmen. Für mich auch zum ersten Mal. Bis dahin habe ich mich immer so als Schlagzeuger gesehen. Und es war mir gar nicht klar, dass es auch eine Möglichkeit ist, Musik selber zu erfinden und zu kreieren und auch aufzunehmen. Und da wahnsinnig viel von ihm gelernt. Und ab einem gewissen Punkt wollte ich dann aber auch alleine arbeiten und solistisch arbeiten. Und habe dann erst angefangen, mich mit Marimba zu beschäftigen. Also sehr spät eigentlich. Und ein paar Stunden genommen, gar nicht so viel, 3, 4 Stunden genommen, habe mir die Technik erklären lassen und das von da an für mich selber, also auch autodidaktisch, ähnlich wie Fun, für mich selber geübt und gelernt und für meine Zwecke so adaptiert. Ne? Also die erste Solo-Platte kam dann 2007, glaube ich, raus, die Palmin Sessions. Und dann habe ich immer mehr Musik gemacht für Choreografen. Und dann war ich mit einer Choreografin, mit Angela Guerrero, in Ostafrika zum ersten Mal für mich. Und ein Teil der Proben fand dann auch vor Ort statt, in Addis und Nairobi. Und dann habe ich in Nairobi wiederum den damaligen Leiter des Goethe-Instituts kennengelernt. Dann war gerade meine erste Soloplatte draußen und der hatte die und kannte die und hatte mich dann eingeladen, ein Jahr später wiederzukommen. Und bei dieser Reise ist dann dieses Album The Kenya Sessions entstanden, wo ich mit vielen Musikern aus Kenia kooperiert habe. Und das war für mich so so ein positiver Kulturschock. Also, einfach auch zu sehen, wie Menschen anders mit Musik umgehen und was Musik für einen anderen Stellenwert haben kann. Aus dieser Reise heraus sind viele Kollaborationen entstanden. Also ich war dann diverse Male in Kenia seitdem und habe diverse verschiedene Projekte gemacht. War zwischendurch auch auf Okinawa, weil mich das sehr interessiert hat, wieder eine ganz, ganz andere Musik, Südjapan. Dann aus diesem Tanzkontext heraus mich mit der Nussknacker-Suite von Tschaikowski beschäftigt und das neu arrangiert und neu aufgenommen. Und ja, und so ist das dann irgendwie so gewachsen.